Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Ja gut, ich habe bei einem Fahrerlehrgang am Salzburger Ring, den Porsche veranstaltete, da war ich auch mit dabei. Und da kam ein Mann auf mich zu, der sagte, hätten Sie nicht Lust, einen Wagen zu bauen, der seiner Zeit weit voraus ist. Also dieser Mann, der auf mich zukam, war der Eberhard Schulz. Der war damals Techniker bei Porsche und hat sich tot geärgert darüber, dass er im Design nicht beauftragt wurde, einen Nachfolger vom 911 mitzuentwickeln oder überhaupt zu entwickeln. Okay. Und er sagte, mein Ansatz oder meine Energie ist, ich möchte eigentlich zeigen, dass ich in der Lage bin, im Sinne eines Unternehmens eine vorhandene Baureihe in die Zukunft zu projizieren. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, entspricht meinem Denken auch immer, so können wir was machen. Und dann hat er mir die Zeichnung gezeigt, die er darüber hatte und gesagt, ich habe auch schon mit dem Gitterrohrrahmen angefangen und ähnlichen Sachen. Und habe ich gesagt, naja, sieht optisch sehr, sehr schön aus, aber was schätzen Sie denn, was das kosten wird? Ah ja, das kostet nicht viel und so weiter. Und da habe ich gesagt, na gut, erster Schritt ist erstmal, wenn Sie bei Porsche weg wollen, dann können Sie gern zu mir kommen. Und da sind wir auch recht schnell einig geworden. Und er ist dann übergesiedelt von Stuttgart nach Frankfurt. Dann war der nächste Schritt, er hat mir dann vorgestellt, was angeblich schon ziemlich weit fertig ist. Plötzlich wurden aus 20 über 200.000 okay. D-Mark. Und da muss ich sagen, das gab meine Firma nicht her, so ein Entwicklungsprojekt. Und da habe ich gesagt, jetzt müssen wir uns aber schnell was überlegen, oder ich musste mir was überlegen, wie kriege ich Sponsoren bei. Und dann habe ich einzelne Sachen versucht, ob es die Lackierung ist, ob es die Innenausstattung ist, ob es die Felgen sind, mit den Kontakten, die ich hatte aus der Zulieferindustrie, finanziell schneller auf die Beine zu stellen. Und gleichzeitig musste ich mir ein Konzept überlegen, wie kann man das Auto der internationalen Presse vorstellen, ohne einen Konflikt mit Daimler zu bekommen. Weil, und das muss man dazu sagen, es war der Nachfolger vom Mercedes SL, Flügeltürer. Ja. Also das Auto war im Sinne des Schöpfers eigentlich die logische Weiterentwicklung des 300 SL mit den Flügeltüren. Und aus dieser Logik heraus wäre es sinnvoll gewesen, den Stern eben auch dran zu haben. Aber die Juristen haben mir dann erklärt, sie können morgen schon ihre Firma zumachen, weil ungefähr 300 Juristen über sie herfallen mit der Nutzung fremden Warenzeichens. Ja. Gut, und dann musste ich mir einfach nur noch Gedanken machen, wo liegen die Begründungen? Begründung einfach, wenn Image-Schäden auftauchen, das heißt, Mercedes kann dafür haftbar machen, Schadenersatzprozesse führen, die Nutzung fremden Warenzeichens kann man eigentlich nur durch eine Unterlassung rauskriegen und so weiter. Also letztendlich habe ich mir gesagt, wenn ich aber nur ein Stück davon vorzeige und baue und nur gute Presse erscheint, fehlt die Angriffsfläche für den Webbenz. Nur mit guter Presse rechnen, da muss man schon sehr optimistisch sein. Ne? Oder wissen, wie schön das Auto ist. Ich war mir sicher, dass ich das so hinkriege, weil ich ja durch das, was vorher schon mit den ganzen Porsche-Modifikationen war, wusste ich, wie Presse funktioniert. Ich hatte mir auch einen Namen gemacht und die Dinge waren immer
technologisch auf einem neuen Stand und boten etwas an, was es in der Industrie nicht gab. Und damit war ich mir sicher, ich suche mir die Journalisten aus, denen ich vertrauen kann, Punkt eins. Ich sage ihnen genau, in welchem Zustand das Auto ist und worüber sie schreiben können oder nicht, oder sie kriegen das Thema nicht. So, und welchen Journalisten kann man vertrauen? Den Kollegen vom Playboy. Das war eigentlich ein anderer Grund. Nein, im Playboy war es so. Es gibt noch eins. Der erste Journalist, der es veröffentlicht hätte mit dem Mercedes-Stern, hätte riskiert, dass sein Blatt mit einer einstweiligen Verfügung vom Markt genommen würde. Also man darf auch die Zeitschrift, die nur über irgendwas berichtet, hätte tatsächlich so weit verklagt werden können, dass sie die Zeitschrift zurückziehen muss aus ihrem Kiosk. Ja. Okay. Oder andersrum gesagt, Mercedes kann sofort darauf bestehen, dass ein Thema, das nicht juristisch in Ordnung ist, sofort vom Markt verschwindet. Also sämtliche Kopien müssen zurückgezogen werden, ja. Und das will natürlich kaum jemand riskieren. Und deshalb muss ich eine Möglichkeit finden, wie kann man das Thema erhalten, Fahrzeug, Flügeltüren mit Stern. Und wie kann man dieses Thema vermeiden? Ganz einfach, ich bin zum Playboy und natürlich schon mit dem gewissen Hintergedanken, dass ich mir sagte, Mercedes wird kaum den Playboy wegen eines Autos vom Markt nehmen, weil das würde zu einer Lächerlichkeit führen, die Mercedes mehr schadet als den Playboy. Und so ähnlich hat es auch der damalige Chefredakteur, der sagte, okay, wenn man mein Playboy beschlagnahmt wegen dieser Geschichte, dann verkaufe ich in dem nächsten Monat die doppelte Menge, also kann ich damit leben. Ja. Punkt eins. Punkt zwei sagt er, aber wir machen es etwas eleganter, wir bilden nicht das Auto ab, sondern nur Zeichnungen des Autos. Und schreiben im letzten Satz rein, das Auto wird zurzeit in Frankfurt gebaut. Das war dann die Umsetzung in die Realität. Mhm. Und so haben wir das gemacht. Und wenn nicht innerhalb von 14 Tagen der Einspruch von Daimler kommt, ist das Thema frei für die übrige Presse. Okay. Dann hat Mercedes sozusagen sein Recht verwirkt, gegen dieses Thema Stellung zu nehmen. Mhm. Und so war es dann auch. Dann konnte ich zu Automotorsport. Die hatten natürlich eine gute Erfahrung mit mir gemacht aufgrund des Regenbogen Porsche. Mhm. Der war das bestverkaufte Heft in dem Jahr, als das erschien. Und nachdem sie gesagt haben, dasselbe mit Flügeltüren und Mercedes von ihnen, versprechen wir uns ähnlich viel. Ja, wir nehmen das. Und ich sagte aber nur, wenn es Titel gibt. Und dann haben wir den Deal gemacht. Es gab den Titel. Und es war wieder das bestverkaufte Heft. Und dann war ich natürlich schon durch die Juristen vorgewarnt. Ich musste davon ausgehen, dass Mercedes über kurz oder lang kommt. Das machen sie den Stern weg und das Thema gefällt uns nicht. Also es war tatsächlich, muss man kurz einhaken, es war das fertige Auto. Das haben sie in der Zwischenzeit tatsächlich gestemmt bekommen. Und sie haben das über Partner geschafft. Also gesagt, wir bauen eine Blaupunktanlage ein. Ihr müsst euch beteiligen. Wir bauen da Felgen ein von Fuchs oder BBS oder was hatten sie damals. Und wir lackieren das mit Merklack, mit denen sie ja auch schon Erfahrung gemacht haben. Und Merck hat gesagt, wir zahlen so viel, wenn wir das mitnehmen können nach Las Vegas auf die Consumers Electronic Show. Ah, okay. Die CES, und, die ja immer noch groß ist, ne? Inzwischen. Ja, richtig, aber das war damals richtig am Steigen und sagen, das ist für uns ein Werbewert. Vielleicht dann, das erste Auto sogar da, weil heutzutage sind ja alle Autohersteller da, weil sie Elektronik einbauen, aber damals war es. Und ich konnte es ein Jahr lang an Blaupunkt vermieten. Ah, okay. Also und da haben sie das Geld tatsächlich so zusammenbekommen, was sie gebraucht haben, um den Prototypen zu bauen. Mercedes hat, oder Merck hat sich an den Messen beteiligt. Mhm. Also ich konnte über diese Zulieferer die Finanzierung irgendwie hebeln. Und das ist tatsächlich, das Auto haben sie mit dem Mercedes-Stern hingestellt und Mercedes hat nichts gesagt. Doch. ich habe natürlich eine Sache etwas schlitzohrig angelegt, muss ich sagen. Ich habe mit den
mir bekannten Presseleuten. Ich meine, das waren natürlich Vorbedingungen. Ich hatte Presseleute, auf die ich mich verlassen konnte. Automotorsport erschien am Montag. Die Frankfurter Allgemeine erschien am Dienstag mit dem Motorteil. Die Motorrevue, ein sehr renommiertes Blatt aus der Schweiz, Autorevue, erschien Mittwoch. DPA habe ich am Dienstag herausgegeben und der Stern erschien am Donnerstag. Der Stern hat auch eine riesen Geschichte gemacht. Der hat 5 Seiten, davon 4 Seiten Farbe. Das war einmalig für ein Auto in dieser Zeit damals. Ein Stern, ja. Und ich meine, die vielen anderen kleineren will ich gar nicht nennen, aber das war eine Pressewucht bis hin in die Allgemeinpresse, die es so noch nicht gab. Von Titelblatt Automotorsport bis zu 5 Seiten Stern, bis zur FAZ, Bildzeitung natürlich auch noch. Aber damit war natürlich die komplette Top-Presse mit dem Thema innerhalb von 4 Tagen so voll, dass Mercedes eigentlich erdrückt war davon. Und die Reaktion kam natürlich am Mittwoch dieser Woche, rief mich mal der Pressechef von Daimler-Benz an und hat gesagt, wir haben die 4. Vorstandssitzung wegen Ihres Autos. Können Sie uns vielleicht sagen, wo es noch erscheint, dass wir uns nicht dauernd neu zusammensetzen müssen? Und wir haben dann ein sehr nettes Gespräch geführt. Am Ende des Gesprächs stand ein Deal, der ganz einfach lautete, ich darf den Stern an dem Auto weiterführen, wenn ich mich verpflichte, nur ein Stück zu bauen. Mhm. Und das habe ich dann auch mit dem Herrn Schulz abgestimmt. Er war einverstanden, weil ich ihm das von vornherein sagte, wir sind kein Hersteller, der hier 100 Stück bauen kann. Da waren wir nicht groß genug dazu, hatten auch nicht die finanziellen Mittel. Und dann haben wir gesagt, gut, was müssen wir noch tun? Und er sagt, der Molter von Daimler-Benz, der Pressechef, ne? War das ja, der Pressechef, ja. Machen Sie weiter mit der Pressearbeit. Machen Sie so viel, wie Sie, ja, ich sage, Moment mal, eben sagen Sie mir, dass ich ja einen Rechtsbruch begangen habe und jetzt sagen Sie mir, ich soll weitermachen. Da sagt er, ja, wissen Sie warum? BMW hat zurzeit den M1 gebaut mit 400 Stück, um den in eine Rennserie zu bringen. Wir haben von unserer Firma nichts dem entgegenzusetzen. Und wenn Sie die Sachen weitermachen, die Titelblätter, ist das etwas, was BMW zumindest die Titelblätter raubt. Und deshalb möchten wir, dass Sie das fortsetzen. Das gibt's ja nicht. Die Rede ist von dieser Procar-Serie, oder? Ja, wo die Formel-1-Fahrer in M1 ja, gefahren ja, sind. Ja. Das gibt's ja nicht. Das ist ja. Ja, und es hat tatsächlich dem M1 sehr geschadet. Weil wir mit dem Mercedes-Stern und den Flügeltüren ja. mehr Titelblätter bekommen haben. Warum hat eigentlich Mercedes nicht gesagt, wir bauen das Ding? Das Auto ist bildschön. War das zu ehrenrührig? Oder darf da nicht so ein Kleiner aus Frankfurt kommen, der denen zeigt, wie es geht? Das spielt alles eine Rolle, aber sagen wir, man wollte nicht mit Kunststoffkarosserien und Gitterrohrrahmen sich verzetteln. Wobei es ja bei dem C 111 oder wie heißt der C? Das war ja auch nur ein Prototyp. Das, ja, war ein Prototyp, aber auch mit Kunststoffkarosserie. Ja, aber nur ein Prototyp. Ja. Und der damalige Entwicklungsvorstand, der Breitschwert, sagte, wir können so ein Auto auf Basis Blech nicht darstellen und in Kunststoff ist die Stückzahl so gering, lohnt sich nicht. Das war ein Schade, wäre ein tolles Auto geworden. Ja, aber also. Das hätte man ja auch irgendwie hinkriegen können. Die Italiener bauen solche Autos ja auch aus Blech oder haben sie gebaut. Aber denen ist egal, ob man es nach Qualitätsmaßstäben darstellen kann. Die bauen es einfach und gucken da mal, ob die Karosserie, ja, richtig. Die Karosserie aus Kunststoff hält. Sie haben den aber auch so weit weiterentwickelt. Was haben Sie da für einen Motor reingebaut? Da war ein 6,3 Liter AMG-Motor dran. Also der quasi aus der Roten Sau. Ja. Der 300 SEL 6,3 Motor. Ja. Und Probe gefahren ist denn auch jemand?
Ja, Niki Lauda hat den sogar Probe gefahren am Salzburgring. Tatsächlich? Für einen Test der Autorevue. Okay, war er zufrieden? Ja, hat sein Urteil abgegeben und es war ein Riesenauflauf auf dem Salzburgring, davon, als das Auto dort gefahren wurde. Da war auch noch der Berger dabei, der Rennfahrer. Ja. Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Gibt es das Auto noch, das Urauto? Das Auto habe ich 1984 an den Sultan von Brunei verkauft. Ein absoluter Autofan. Und sich seitdem zur Ruhe gesetzt, oder? Ein absoluter Autofan. Ja. Und ich habe das, also er hat das über einen Mittelsmann aus Singapur kaufen lassen. Der hat mir das nur angedeutet, das war noch nicht sicher, aber ich habe privat 10 Jahre später den damaligen Bundesbankpräsidenten Pöhl getroffen und der sagt, wissen Sie was, ich habe übrigens Ihr Auto gesehen, das Flügeltürenauto. Und ich sagte, wo haben Sie das gesehen? Sagt er, ich war eingeladen beim Sultan von Brunei und als erstes nimmt er mich zur Seite und sagt, wir gehen jetzt mal in die Garage, ich habe sogar ein Produkt aus Ihrer Heimatstadt Frankfurt. Und okay. Hat mir okay. Das Auto gezeigt. Nicht schlecht, aber hat er kein Cabrio inzwischen draus schneiden lassen, was nein. Ja auch mal passen würde zu solchen Leuten. Ja, dass man Einzelstücke nochmal modifiziert. Okay, und der Wagen hat noch in einem Film mitgemacht und das ist einer der Kultfilme für Autofans aus den, was ist das, 80er, 90er? 80er, glaube ich, ne? Mhm. Carnapping. Ja. Da haben sie aber nicht nur einen Wagen zur Verfügung gestellt, sondern da hat auch der Polaroid-Wagen mitgemacht. Ne? Ja gut, man muss dazu sagen, Carnapping ist ja die Geschichte eines Autodiebes, der damals in ganz Europa unterwegs war. Harry König. Harry König. Und Harry König hat ja seine Karriere begonnen, als er in Paris war und auf dem Autosalon sich in einen Lamborghini-Prototyp in Weiß verliebt hat und ihn unbedingt haben wollte, aber kein Geld hatte. Daraufhin hat er sich einen Benzinkanister geholt und einen weißen Overall, ist in dem weißen Overall mit dem Benzinkanister auf den Lamborghini stand, hat gesagt, Kontrolle von der Messe, ich muss das letzte Benzin rauslassen aus dem Tank, geben Sie mir bitte die Schlüssel. Nimmt das Auto vor die Halle mit, macht rote Nummern drauf, fährt weg und verbringt 14 Tage Winterurlaub in Kitzbühel mit seiner Freundin. Ja, so und, solche Autos. Der Regisseur von dem Film wollte eben nachstellen, sagte, ich brauche ein Auto, von dem jeder weiß, es gibt es nur einmal als Prototyp. Okay. Und das ist ihr CW 311, ja. Sagte, das ist ja genügend in der Presse gewesen. Gleichzeitig brauche ich auch für den Designer, der dann zum Autodieb wurde, ein Auto, das auffällig und einmalig ist. Und dann hätte ich gern den Polaroid Porsche. Okay. Und da habe ich gesagt, okay, geht in Ordnung. Und er sagte, ja, ich habe noch eine dritte Bitte. Porsche will mir keine 40 Porsche in Paris zur Verfügung stellen, damit ich den Diebstahl von 40 Porsche aus dem Lager des Importeurs nachstellen kann. Mhm. Wären Sie bereit dazu? Und ja, ich spreche mit meinen Kunden und das kriegen wir hin, machen wir. Und dann habe ich aus PR-Gründen auch nochmal Automotor Sport eingeschaltet und gesagt, kündigt das mal an und da haben sich 300-400 Leute gemeldet, die ja, mitfahren wollten. Wir konnten also nach Autotyp und Farbe ja. aussuchen noch, aber auch ein Teil unserer Kunden fuhr mit und das war dann ein Riesenspaß. Und weil das so ein Riesending war, wir sind nachts um 3 dauernd die Champs-Élysées hoch und runter mit den 40 Porsche. Es war ein Riesenerlebnis, weil wir kamen fast nie bei einer grünen Welle durch, sondern es wurde immer zwischendrin nach dem 10. oder 20. Porsche rot,
zum Schluss haben wir uns entschlossen, die fahren einfach weiter. Die Franzosen haben das, die Welt nicht mehr verstanden, wieso sie grün haben und es fahren 20 Porsche da vorbei. Auf jeden Fall ist dann sogar einer, der irgendwo mittendrin dabei sein wollte, ein Franzose mit seinem Renault, am Place La Concorde, also am Ende der Straße, gegen einen Betonpfosten gefahren, hat sein Auto zu Schrott gemacht, weil er so fasziniert war von den 40, von den Porsche, 40 ja. Porsche. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.